Oh mein Gott, hörst du das? Draußen regnet es. Es kübelt quasi, es plöttert, es pieselt, es plätschert, es ist wunderschön. Und damit willkommen zurück zu Stardew Valley. Heute ist Mittwoch, der 10. und wir schauen mal, ob es morgen weiterhin regnen wird. Willkommen zu Kotzu 5. Ja, wie wird's morgen? Morgen wird's klar und sonnig. Perfektes Wetter für den Luau. Das Event wird zwischen 9 Uhr morgens und 14 Uhr nachmittags stattfinden, und zwar am Strand, also sei rechtzeitig da. Okay, vielen Dank, Fernsehen, das ist echt, woher weißt denn das? Das ist ja echt mal ein Ding. So, wir haben Post und sonst nichts zu tun, also gucken wir mal rein, hallo? Lieber Frank, es ist so lang her, seitdem ich von dir gehört habe. Mein Liebling, Dinge sind immer noch genauso wie immer zu Hause und ja, ich vermisse dich sehr. In Liebe, deine Mutti. PS? Ich habe einen Umschlag mit ein bisschen Geld gefunden von Grandpa und ich sende ihn dir zu. Hier, nimm ihn. Viel Spaß damit. Danke, Mutti. Ich komme andauernd ans Mikrofon ran heute. Ich weiß gar nicht, was los ist. Danke, Mutti. So, was haben wir hier? Dear Frank, ich habe zu viel Fertilizer für den Garten bestellt. Ich wette, du kannst damit was anfangen, was? Pass auf dich auf, Jody. Okay, vielen Dank. Basic Fertilizer, na danke auch. Vielen, vielen Dank, Jody. Das bedeutet mir super viel. Lieber Frank, morgen versammeln wir uns alle am Strand für den jährlichen Pelican Town Luau oder was auch immer, ne? Das Highlight dieses Events ist der kommunale Potluck. Okay, ich soll also irgendwas Gutes mitbringen, das ich beitragen kann. Der Gouverneur selbst wird an diesem Event teilnehmen, also benimm dich, Mann, benimm dich. Und komm zwischen 9 Uhr und 14 Uhr, ne? Major Lewis. Okay, das war das. Das hätten wir geklärt. Was können wir jetzt hier noch so mitnehmen? Gar nichts. Die Melonen sind fast reif. Das ist gut. So, wir lernen mal die Öfen. Na, Gottes Willen, was blitzt denn hier so? Und dann nehmen wir mal das mit. Und was noch? Warte mal. Wir gucken mal, dass wir ein paar Bomben bauen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Mehr will ich nicht. Okay, der Rest kommt zurück. Und dann nehmen wir noch ein bisschen was anderes mit. Und zwar die Bombe, die hier noch drin liegt. Dann haben wir 7 Bomben. Und dann nehmen wir ein bisschen was aus dieser Truhe mit. Und zwar Sweet Peas. 1, 2, 3. Genau, das ist mein Plan. Und jetzt gehen wir erstmal oben lang. Denn ich möchte heute ein paar besonderen Ladies ein besonderes Geschenk machen. Und zwar Blumen und Quarz. Super, ne? Das ist echt, also ich bin wirklich Romantiker. Ich verstehe mich auf dem Gebiet der Beschenkung, ne? Ich beglücke jede Dame. Das ist wohl klar. So, ich nehme das mal mit. Oh geil, Spiceberry. Die Spiceberries. Linus, bist du schon draußen? Hallo, Linus. Ich bin's, Frank, dein Nachbar. Was geht? Okay, hast du keine Angst, Mann? Draußen blitzt's voll. Ein warmer Regen ist ein guter Weg, um warm zu, sauber zu werden. Tschüssi. Gut, das hätten wir geklärt. Maru. Wo ist Maru? Ist sie denn schon, auf den Beinen? Das werden wir kurz mal klären. Ich klopf mal an, vielleicht geht das ja. Obwohl, die machen erst 9 Uhr auf, ne? Ja, verdammt nochmal, von 9 bis 8. Okay, gut, dann gehen wir erstmal in die Mine und werden da ein bisschen auf den Stein hauen, denn das ist, was ich tue. So, das packen wir mal dahin. Alles klar. Mal sehen, was das wird. Und morgen ist die Gießkanne auch fertig. Perfekt. Genau richtig zum Luau-Fest. So, Level 100. Wir werden die 105 jetzt voll machen. Definitiv. Oh, okay, hallo. Alter, du hast mich nicht getroffen. Aua. Ja. Ja. Verschwindet aus meinem Blickfeld. So, okay, dieses Schwert ist mächtig. Ich liebe es und zudem haben wir den Durchgang gefunden. Okay, Saps und Batwings. Sonst gibt's hier nichts, ne? Ne, wir gehen runter. Wir gehen direkt mal runter. Oh, vielversprechend. Treppe? Nein, Leiter meine ich. Blödes Schleimmonster. Okay, okay. Sieht gut aus bisher. Die Bomben müssen wir jetzt gar nicht einsetzen erstmal, denn es gibt keine großflächigen Steine hier. Hast du getroffen? Nein, hast du nicht. Boom, boom. Bams, Alter.
Okay, Hardwood ist auch immer gern gesehen. Hier oben sind ein paar. Oh! Daneben, Boy! Oh, eine Goldperle. Eine Goldperle, ein Goldbarren. Das ist gut. Hier will ich es jetzt nicht probieren. Ist ein bisschen zu wenig. Ich brauche mehr Steine. Ich brauche viel mehr Platz. Beziehungsweise viel mehr Auswahl. Oh Gott, hier ist nichts. Gut, versuchen wir das mal von Hand zu finden. Den Untergang, den Abgang. Ausgezeichnet! Da kommt die Feuerwehr. Nö, 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 nö. Supidupi, danke. Hallo! Und noch eine Bombe. Das ist echt super. Ich meine, wir haben so viele Bomben. Quartz. Auch geil. Ding, dang. I ring your bell, boy. Oder so, keine Ahnung. Wie wär's denn jetzt hiermit? Warte, wir probieren das mal. Sterbt! Booms! Das war gut, ne? Das war echt gut. Ich musste jetzt einfach mal reingehen. Guck mal, guck mal, guck mal. Boom! Ihr habt mich nicht bekommen. So, es ist 12 Uhr und wir sind schon fast auf dem 5. Level. Das ist ja mal was jetzt, ne? Da muss ich sagen, Hut ab, Frank, dass du so effizient vorgehst heute. Hier ist nix, bloß so ein kleiner Schleim, den nehmen wir mit. Stirb doch! Oh Gott, wir haben es geschafft. Okay, heute haben wir besonders Glück. Ich denke, wir machen mal weiter. Bis 110 ist auf jeden Fall drin. Let's go. 110, ey. Und weißt du was? Und weißt du was? Ich mach das mal so. Bombe. Scheiße. Scheiße! Oh Gott, das war knapp. Ich habe ein bisschen laut gebrüllt gerade. Tut mir leid, ne? So, noch mehr Steine. Ja, ein bisschen. Nicht allzu viele, aber immerhin, ne? Ein paar sind da. Okay, oh Gott. Wieder so ein Ding in Disguise. Komm schon. Und noch eine Bombe, noch eine Bombe, noch eine Bombe. Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot, aber auch nur fast. Und mit fast meine ich überhaupt gar nicht. Ich habe noch gutes Leben. Okay, perfekt. Wir nehmen diesen Emerald... Nee, was ist denn das? Was war das nochmal? Ich weiß es nicht. Es war ein Emerald. Genau, war doch richtig. Ich hatte doch recht. Das kommt in meinen Magen rein. Oh, lecker. Soll reichen. Mehr Schaden nehme ich heute nicht. Ich weiß es ganz genau. Komm doch, komm doch, komm doch. Yo, Fire Quartz kann ich nicht mitnehmen. Es ist einfach nur blödsinnig. Noch ein Emerald. Und noch was davon. Ja, ja, das kommt gut an bei den Ladies. Und dann schmeißen wir mal kurz was weg. Saps. Braucht niemand. So, komm her, du. Nee, warte mal. Bleib da, wo du bist. Hä, Mist. Hoffentlich kommt da jetzt die Leiter. Nee, offensichtlich nicht. Wann kommt die Leiter? Wir machen das jetzt so, wir haben genug Bomben. Come on, bitte. Keine verdammte Leiter. Oh, nee. Okay, wir machen das nochmal. Come on, bitte, 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 bitte. So sehe ich das gerne. Eine Magma-Geode. Guck mal, warte, das brauche ich auch. Weg damit. Wir gehen hier rein. Stellen fest, es gibt keinen Ausgang. Wir gehen mal hier lang. Safety first. Komm her, Boy. So, hier sind auf jeden Fall viele Materialien. Das heißt, Bombentime. Bombentime. Ich wurde hart getroffen. Sehe ich ein. War kein guter Move. Diamanten. Was werfen wir jetzt dafür weg? Seeds oder was? Seeds oder diese Berry, die wir jetzt erstmal essen? Die Berry ziehen wir uns rein. Wie spät ist es? Ich weiß nicht, Mann. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Glück wie vorhin. Ist ein bisschen... Oh, oh, okay. Warte mal, das könnte was sein. Moment. Lass mich doch... Nein! Oh! Ungünstig. Ungünstig, sage ich. Komm, wir bringen ihn mal um. Genau, das wusste ich doch. Das wusste ich nämlich. Das wusste ich nämlich. So, und jetzt sind wir hier. Bombentime, Bombentime. Sweet Bombentime. Der Radius war gut auf jeden Fall. Der Radius war gut. Noch zwei Level. Mann, wir sind heute super schnell. Wir sind richtig schnell. Heilige Mutter. Und noch ein Diamant. Und wir nehmen auch gar nicht so viel Schaden. Also das Vorankommen
Das will man haben. Das will man einfach haben. Oh nein, geht's hier so rum? Nee. So, wir folgen mal den Schienen, den Gleisen. Da ist die Treppe. Wir nehmen das Gold noch mit. Und dann letzte Ebene. Und da hinten ist noch was. Uiuiui. Ich muss dringend noch was loswerden. Aber was? Was werde ich jetzt los? Kohle? Brauche ich ja. Brauche ich ja dringend. Ich brauche meine Kohle. Basic Fertilizer, Mixed Seeds. Ja, weg damit. Weg mit den Mixed Seeds. Letztes Level. Und dann werden Geschenke verteilt. Aber richtig hardcore, ne? Richtig schöne Geschenke. Quartz. Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Meine Güte, heute kommen wir so gut voran. Es ist ein bisschen gruselig. Oh, guck mal. You know what time it is? It's Bomben-Time. Oh, scheiße. Na gut, das war jetzt nicht so clever. So, das müssen wir auch mitnehmen. Und zwar auf Kosten von... Ich weiß es nicht. Lassen wir erstmal so liegen. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich will das Schwert. Oh Gott, Eisen gibt's hier auch noch. Mann. Und ein Pilz, den ich nicht mitnehmen kann, weil ich habe keinen Platz mehr. So, oh. So, komm schon, komm schon. Yo, Crap. Und der Durchgang, wir haben es geschafft und wir gehen... Was ist los mit dem Ding? Warte mal, ist das irgendwas Krasses? Warte, ich will wissen, was das ist. Ist eine normale Crap, was zur Hölle? Okay, dann hör auf rumzuhüpfen. So, Level 110, was schmeißen wir weg? Kohle? Kohle oder was anderes? Kohle oder was anderes? Kohle oder was anderes? Ich weiß es nicht. Ah... Wie wäre es, wenn ich den Basic Fertilizer wegwerfe? Ja, den braucht nämlich niemand. Und wir bekommen Space Boots. Wunderbar angenehme Space Boots. Ziehen wir uns direkt über. Warte mal, plus 3, plus 3, plus 4, plus 4. Die sind schon ein bisschen besser, ne? Ja, ja, super. Und jetzt gehen wir mal raus. 110 noch, 10 Level. Und dann haben wir es geschafft mit der Mine hier. Das ging echt schnell, ne? So, wir verkaufen mal die anderen Boots. Bei den Leuten hier, hallo. Was geht ab? Ich bin Frank, der mit den Space Boots. Ich verkaufe gerne Firewalker Boots. Denn die brauche ich nicht mehr, tschüssi. So, und jetzt muss ich Maru finden und weitere Ladies, die ich gerne und reichhaltig beschenken möchte. Ja. Oh Mann, so langsam wird's Zeit. Ich brauche dringend mal eine... Weißt du, mit der ich sagen kann, ah ja, dich mag ich besonders gerne. Mit dir würde ich gerne mal Hand in Hand in die Mine gehen. Und da Schleime verkloppen. Ja. Maru, wo bist du? Maru. Da oben ist Maru, da komme ich nicht hin, ne? Ist jetzt ein bisschen bitter, aber... Schade. Mann, Maru, komm doch mal raus hier bitte. Komm mal raus, hier ist Frank. Okay, sie kommt nicht, sie hat da irgendwie ein Problem. Starrt apathisch gegen die Wand und das war's. Na gut, finden wir andere Leute. Finden wir andere Leute, die wir beschenken können. Reichhaltig, liebevoll, wie ich nun mal bin. Warte mal, haben wir noch irgendwas zum Einlagern? Gucken wir mal. Wir haben Pantry, Bundle, Summer Crops, Fall Crops. Summer Crops können wir noch einlagern dann bald. Okay, was haben wir noch? Crafts Room, Exotic Summer Foraging. Das müssen wir auch noch einlagern, übrigens. Ne? Warum habe ich denn das noch nicht gemacht? Was ist los? Was ist los? Okay, dann fangen wir schon mal an mit den Sweet Peas hier. Oh Mann, ich bin so clever, ne? Ich bin so clever. Der Sommer ist schon halb rum und ich habe noch nicht mal die einfachsten Sachen eingelagert. Alles ist furchtbar. Aber gut, wir holen das nach, kein Problem. So, hallo? Summer Foraging Bundle. Nimm das und das nicht. Die Spiceberry habe ich ja genascht. Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt, aber hey. Was gibt's noch? Das ist die Pantry? Nee, das ist... Die Pantry ist hier oben. Da unten ist der Crafting Room. Fishtank haben wir nix. Vault? Nein, Bulletin Board. Chefs. Feather Enchanters Bundle. Irgendwas haben wir doch noch hier, ne? Irgendwas haben wir doch. So einen Pilz haben wir noch zu Hause. Einen Chub müssten wir noch einlagern. Das können wir machen, irgendwann. Ein Dye-Bundle. Aquamarin. Aha. Ein Pilz. Aha. Red Cabbage und eine Sunflower, eine Entenfeder. Oh Gott.
Wir haben so viel zum Einlagern, dass ich gar nicht dazu komme. Na gut, wir gehen erstmal Richtung Stadtmitte und gucken mal, wer da so am Rumlaufen ist. Ich möchte dringend meine Blumen verteilen. Was denn los? Kommt doch mal raus aus dem Haus. Kommt doch mal raus aus dem Haus. Vielleicht sollte ich das auch erst morgen machen, wenn alle am Strand sind. Ah, Broken Glasses, natürlich. Oh. So. Hallöchen. Dir gebe ich nichts, aber ich sag dir Hallo. The valley looks more interesting in the rain, don't you think? Oh ja, ja, ja. Um Himmels Willen, ja. Okay. Gucke mal. Lea? Nee, warte mal, wer bist du? Bist du Lea oder bist du Jody? Rede mit dir! Rede mit dir! Ich kann nicht mit dir reden. Lea ist das. Oh, das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Bitte, bitte. Kein Problem. Mach ich gerne, Girl. So, wen haben wir hier? Pam. Howdy, kids, stand dry. Yo. Gus. Ah, trockener roter Wein ist super. Und du, Emily? Es regnet wirklich nicht viel im Sommer. Was? Nee. Ist halt Sommer, ne? Das heißt, du musst halt viel mehr bewässern. Toll, Emily. Oder was machst du? Genießt du das sonnige Wetter oder was? Mach doch mal was. Emily? Wir verstehen uns. Super. So, wo ist denn jetzt Dingsbums? Ich brauche ein kleines Warm-me-up to be ready for another cold night on the ocean. Oh. Und damit meinst du Alkoholkonsum, was? Okay, Alkohol für Willy. Hey, what do you need? What do you need? Ich weiß nicht, was brauche ich denn? Keine Ahnung, Sebastian? Hallo. Hehehe. Was? Might be funny to put something disgusting in the potluck soup tomorrow. Just don't poison anyone. Oh. Why ruin the potluck? I guess some people feel liberated when the rigid structures of a society break down a little. Maybe I'm weird. Okay, der möchte, dass ich da morgen was Ekelhaftes reinwerfe. In den Pott. Sebastian, du altes Schwein. Das kommt gar nicht in die Tüte. Wir müssen dringend mal die anderen Leute finden. Wen möchte ich denn jetzt noch beschenken? Penny oder so? Penny? Wo wohnt eigentlich... Penny wohnt im Wohnwagen. Moment kurz. Ich möchte Penny sehen. Wo ist Penny? Penny, Penny, Penny. Okay, reicht. Ich will es ja nicht übertreiben, ne? Okay, dabei mag ich diese Serie nicht mal. Oh Gott. So, hallo? It's locked. It's locked for sure. Okay, wir gehen nach Hause, lagern alles ein und dann, ist der Tag auch vorbei. Ich meine, hey, war relativ erfolgreich, die Mine ist fast geschafft, ne? Und alles andere läuft auch. Läuft ganz gut, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen zufrieden, ein bisschen. Natürlich müssen wir jetzt noch ein bisschen was einsammeln hier in der Landschaft. Eine Spiceberry und diese Grapes. Aber das dann morgen. So, was haben wir denn hier? Das lasse ich im Inventar, das lasse ich im Inventar. Broken Glasses. Stuff and Thanks. Okay, packen wir da oben erstmal was rein. So. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Nichts weiter kommt da rein. Das war's. Gut, was kommt hier rein? Ich denke mal... nee, warte. Auch nichts weiter. Eigentlich? Nee, eigentlich nichts. Was kommt hier rein? Nothing. Und hier? Steine. Holz. Und das war's. So, der Rest kommt hier oben rein. Das kennen wir schon. Da, 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 da. Nein. Da, da, da. Die Brille schmeißen wir mal kurz weg. Denn die ist echt wertlos. Und ich habe keine Recyclingmaschine aufgebaut, oder? Maschine. Habe ich die schon? Sag mal, ich weiß gar nicht. Kann ich die überhaupt bauen? Oder denke ich mir das jetzt aus? Ich kann die noch nicht mal bauen. Was erzähle ich denn? Na gut, dann halt nicht. So, die Geoden kommen hier oben rein. Die Geoden kommen da oben rein. Die Geoden. Und das soll's auch gewesen sein vom Tag. Wo ist Schundboy? Schundboy, ich möchte dich knuffen heute. Wo bist du? Schundiger Schundboy. Erstmal bringe ich diese kleinen Bäumchen hier um, denn die hasse ich voll. Und außerdem müssen wir sowieso ein bisschen Holz sammeln, ne? Denn das fehlt mir. Ich muss den Foraging-Skill ein bisschen pushen. Das geht ja Gott sei Dank auch mit Holz. So, so, so. Da, 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 da. So.
Das kommt auch mal weg. Das steht voll im Weg hier. Das Bäumchen. So, 11.40 Uhr. Ja, wir müssen langsam mal einen Cut machen. Vielleicht mache ich das einfach mal morgen oder so. Zack. Soll reichen, soll genügen. Schön, toll, klasse, perfekt. So, alles ist aufgeräumt. Wir lagern das noch schnell ein und dann geht's ab ins Bett. Rein, rein. Rein, rein. So, ab in die Falle. Wo ist Schunboy? Da ist er doch. Hallo, Schunboy. Ja, ich hab dich lieb. Gute Nacht. Okay, das war ja super. Der Tag ist angebrochen, der nächste, und ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht dir noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüssi.